Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem zweiten Heimspiel gegen Halle mit den beiden Cheftrainern Florian Schnorrenberg und unser Cheftrainer Lukas Kwasniok. Es ist das gleiche Prozedere wie letzte Woche, also nach den Statements der Trainer habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann werden die Trainer den Saal verlassen und es kommen von jeder Mannschaft jeweils zwei Spieler, die sich dann euren Fragen stellen. Ich bitte Sie um Ihr Statement. Ja, hallo in die Runde. Lukas, Glückwunsch an dich und deine Mannschaft für einen sehr, sehr verdienten Sieg. Wir waren kommen heute nicht so ins Spiel, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir sind unten aggressiv, wir sind erst im Anlauf, da war uns vorher klar, das haben wir im Rostock-Spiel gesehen, mit jeder Menge Euphorie nach dem Aufstieg und mit dem Erfolg aus dem ersten Spiel auch. Trotzdem haben wir in der Anfangsphase natürlich alle Spieler nicht lösen wollen, selbst nachdem wir die Bälle zurückerobern vor dem ersten Tor schon. Das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn wir in Rückstand geraten. Dann glaube ich, hat fast bis zur 30. Minute gedauert. Dann hatten wir mal so eine Phase, wo wir ein ganz klein bisschen Kontrolle bekommen haben, aber nicht zielstrebig genug waren, um vielleicht mit einem 1:2 nochmal einen anderen Spielverlauf zu bekommen. Im Endeffekt haben wir dann vor der Halbzeit noch Kai Eisele, der die Chance dann vereitelt mit einer sehr, sehr großen oder Glanztat. Weil sonst steht schon 3:0. Wir haben dann wieder eine Phase nach der Halbzeit, wo wir uns sicherlich nochmal viel vorgenommen haben. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man die ganzen Chancen sieht, die heute Saarbrücken auch noch ausgelassen hat, zweimal Pfosten, sind wir mit einem 4:0 da wirklich gut bedient. Das ist sehr, sehr bitter, sehr enttäuschend, weil wir einfach als Team heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen sind. Und man muss eins sagen, in der Liga wissen wir wahrscheinlich sowieso alle, wenn man von den 100% so weit entfernt ist wie wir heute, dann ist man nicht in der Lage zu punkten und dafür war der Gegner auch zu stark. Großes Kompliment für die Leistung und nochmal Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Lukas, Glückwunsch zum Sieg. Was sagst du zum Spiel? Ja, Flo, herzlichen Dank. Moment geht's. Ne? Herzlichen Dank für die Glückwünsche und für die netten Worte. Ich möchte dem nichts hinzufügen. Wir sollten demütig bleiben. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Zweifelsohne. Genießen die Situation, den Moment und versuchen am Wochenende bzw. am Freitagabend in Duisburg nachzulegen. Es gilt immer, darum, die Leistung zu bestätigen. Das haben wir jetzt 2,5 Spiele geschafft. Und wenn wir das weiterhin schaffen, dann werden wir auch weiterhin Siege feiern. Wenn wir ein wenig nachlassen, dann brennt es natürlich auch bei uns sehr, sehr schnell und für dieses Spiel. Herzlichen Dank euch, alles Gute, Flo, und das war's schon. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dominik? Lukas, Maurice Deville und Martin Sterke fahren zur Nationalmannschaft. Kannst du ein bisschen Ausblick geben, wer von denen, die heute ausgefallen sind, Tadej, Breitenbach und Bösel eventuell Freitag zurückkommen könnten? Oder ist da Na, Sterke ist auf jeden Fall am Freitag gegen Duisburg nicht da. Bei Maurice bin ich mir da nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein. Ich meine, dass er erst nach dem Spiel wegfällt. Aber wie man sieht, ich habe mich mit dem heutigen Spiel beschäftigt und noch nicht mit Duisburg. Wenn dem so sein sollte, dass beide weg sind, dann ist es so. Leider ist Minus Buchers verletzungsbedingt natürlich auch gestern schon ausgefallen. Ich glaube, dass die Jungs heute auch so ein wenig für ihn den Sieg mit errungen haben. Und ansonsten weiß ich jetzt noch nicht. Also Basti Bösel gehe ich von aus, dass er auf jeden Fall spielen wird können. Bei allen anderen glaube ich es eher nicht. Also Bonnet und Fanon werden jetzt keine Option sein. Was war mit Jason? Jason war gesundheitlich angeschlagen. Ist gestern schon nicht im Training gewesen, weil er einfach fiebrig war. Der Horst hatte noch eine Frage. Ja, ich wollte jetzt fragen. Ich habe auch eine andere Frage an beide Trainer. Morgen ist ja Wechselschluss. Hat das heutige Ergebnis in irgendeiner Art und Weise Einfluss nochmal gehabt, dass man jetzt morgen handelt? Oder war das vorher schon abgeschlossen für beide? Naja, bei uns ist es so, nur weil wir jetzt gewonnen haben, ist der Geldbeutel auch nicht dicker. So ist es. Also wir gucken, was möglich ist. Ja? Ganz im Gegenteil. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber wir sind jetzt nicht händeringend auf der Suche. Und trotzdem, wir haben einfach mit Minus Gutas jetzt schon auch einen Langzeitverletzten. Und mal gucken, was bis morgen noch möglich ist. Bei uns ist die Situation die, wir haben immer gesagt, wenn uns noch ein Spieler verlässt, dann schauen wir nochmal, ob wir nachlegen können. Mit Nick Galle haben wir einen Vertrag aufgelöst, der sich nach einer anderen Herausforderung umgesehen hat. Und jetzt prüfen wir eine Option, ob wir die bis morgen dann finalisieren können. Ist aber total offen und deswegen kann ich nicht sagen, ob noch ein Spieler dazukommt. Gibt es weitere Fragen? Patrick?
Lukas, du hast immer gesagt, die Mannschaft legt die Latte selbst auf. Im Moment kann man da auch recht runter durchgehen. Wie kannst du das auf dem Niveau halten? Weil das ist ja die Herausforderung, die sich jetzt eigentlich am Freitag schon wieder stellt. Genau so ist es. Ich war ja schon mit sehr, sehr vielen Vorbereitungsspielen einfach auch sehr, sehr zufrieden. Das muss man also sagen, egal ob gegen Luxemburg, gegen KSC und so weiter und so fort. Und ich habe schon gewusst, das haben wir in uns drin, die Jungs sind gut, wir haben eine hohe Bereitschaft und trotzdem musst du Ergebnisse erzielen. Ergebnisse helfen dir, um diese Dinge eben auch auf den Platz dann zu bekommen. Aber es gibt keine Garantie fürs nächste Spiel, dass du genauso wieder lieferst wie am heutigen Tage. Jedes Spiel beginnt bei Null und ich wüsste jetzt nicht, warum es am Freitag auch wieder uns so gelingen sollte, wenn wir nur ein wenig nachlassen. Gibt es weitere Fragen? Das ist ja offensichtlich, dass die Taktik schon ein bisschen darin besteht, gleich am Anfang sofort vorne drauf zu gehen, sofort ein schnelles Tor zu machen. Habt ihr da etwas Spezielles eintrainiert oder wie kommt diese Sache zustande? Naja, wie der Flo das auch schon gesagt hat, es hilft natürlich in einem neuen Stadion, ein paar Fans zugelassen, die 900 machen natürlich da auch ganz schön Rabatz. Das hilft dir bei den Heimspielen. In Duisburg sind die erstmal nicht dabei. Wir wollen das schon auch so als Markenzeichen für uns in der Liga auch etablieren, aber es gibt natürlich keine Garantie. Heute hätte ich mir, wenn ich so eine kleine Kritik vielleicht noch loswerden kann, schon auch gewünscht, dass das Spiel nach 15 Minuten vorentschieden ist. Ich glaube, das war sehr wohl möglich, ohne vermessen sein zu wollen, aber in deiner Druckphase solltest du halt auch schauen, dass du zuschlägst. Das haben wir einmal gemacht, aber ich glaube, es wäre ein zweites oder drittes Mal auch möglich gewesen. Sind noch Fragen offen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Weiterhin alles Gute. Bei uns geht es dann gleich weiter mit den Spielern. Von uns kann ich schon mal sagen, kommen, soweit ich das eben gehört habe, unsere beiden Nationalspieler, Marin Zdarko und Maurice Deville. Geht gleich weiter. Kleine Updates. Marin ist tatsächlich direkt nach dem Spiel zur Nationalmannschaft. Deswegen bleibt es bei Maurice und aus Halle wird keiner mehr kommen. Dann könnt ihr gerne loslegen mit euren Fragen. Maurice, wie schwer fällt es denn nach so einer Leistung, auch von dir persönlich jetzt zur Nationalmannschaft gefahren? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich blöd, weil ich halt hier gerne der Zweite spielen würde und dann auch am Freitag wieder Tore schießen wollen würde. Auf der anderen Seite ist es halt für mich gut, hier zwei Tore geschossen zu haben und dann mit meiner Nationalmannschaft dann auch in der nächsten Sieg wieder für Furore zu sorgen und da den ersten Platz zu holen. So ein bisschen Zwiespalt, weil das ist ja auch meine Mannschaft. Ich spiele ja bei denen schon über 10 Jahre. Und wir sind auch eine Einheit, der Trainer ist auch schon über 10 Jahre da. Deswegen ist es gerade so ein bisschen so ein Zwischending. Aber ja, ich werde da Gas geben in den 3 Spielen und zurückkommen und dann hier so weitermachen, wie ich aufgehört habe. Wann kommst du denn zurück? Wir spielen dienstags am 14. Dann bin ich am Mittwoch wieder da für das Spiel danach. Ich muss da einschreiben. Ja. Gibt es weitere Fragen? Klaus. Maurice, wie hast du das denn hinbekommen, die Energieleistung, die ihr schon im ersten Spiel hier in Ludwigsburg gezeigt habt, nochmal oder vielleicht sogar noch intensiver auf den Platz zu bekommen? Ja, wir haben uns einfach gesagt, im letzten Spiel hat es geklappt, wir wollen aber jetzt noch besser spielen wie im ersten Spiel. Das war auch unser Ziel. Ich denke, ich persönlich zum Beispiel war ja auch 2 Wochen nicht da, das heißt, mir hat viel Vorbereitung gefehlt hier mit der Mannschaft und letzte ganze Woche habe ich dann voll mittrainieren können und wir haben uns einfach nochmal zusammengeschworen und einfach gesagt, komm, wir wollen einfach hier den Ludwigspark zu einer Feste machen, das ganz wichtig in der Liga, dass man einfach das im Zuhause einfach die Punkte da hält. Und das wollen wir beibehalten und einfach die Gegner so ein bisschen, dass hier nichts zu holen ist. Wir waren uns eigentlich einig, es war für uns alle das beste Spiel im FCS-Trikot von Maurice Deville, wenn man auch die erste Zeit nimmt. Wie war das denn heute für dich? Wie viele Zentner sind denn da runtergefallen, als der Ball dann im Tor war? Ja, es ist natürlich immer wichtig, direkt am Anfang eine gute Aktion zu haben, dann direkt mit dem Tor. Das war bei mir persönlich auch öfters mal so, wenn ich am Anfang eine gute Aktion habe oder ein Tor habe, dann spiele ich echt besser als normal. Das ist so eine Sache, die man noch lernen muss, also auch ich persönlich. Aber ja, es hat mich natürlich gefreut, hier
ein gutes Spiel abzuliefern. Also das hätte natürlich noch besser sein können. Ich ärgere mich echt, dass ich den dritten nicht reingemacht habe, weil eigentlich ist das ein sicheres Tor. Und super vorbereitet von Kias Fröse und ja, nächste Mal dann. Bevor es mit der nächsten Frage weitergeht, möchte ich gerne Marien Zerke noch begrüßen. Also es hat doch noch geklappt. Servus alle zusammen. Und ihr könnt gerne weiter fragen. Gestern Abschlusstraining hatte ich und einige andere nicht den Eindruck, dass du in der Startelf stehst. Hat der Trainer dich ein bisschen kitzeln wollen oder? Ich muss ehrlich sagen, ich dachte auch nicht, dass ich heute spiele. Weil wir gestern halt sozusagen die Mannschaft gespielt und die anderen gegeneinander gespielt haben. Und da war ich halt bei denen, die normal nicht spielen, aber ja, ist halt dann auch im Endeffekt ist das egal. Vielleicht habe ich das auch gebraucht. Ich habe da trotzdem aggressiv trainiert, ich war voll dabei, den Kopf nicht hängen lassen und vielleicht hat der Trainer das auch so gesehen und mich dann wieder reingestellt. Letzte Woche hat es ja auch ganz ordentlich funktioniert und diesen Spieltag war es dann nochmal ein Stück besser. Weitere Fragen? Marlene, ich habe es Maurice eben schon gefragt, wenn man so ein Highlight-Spiel hat, du hast dich jetzt auch als junger Spieler hier in die Startelf gespielt, fällt es ein bisschen schwer jetzt zur Nationalmannschaft zu fahren, oder? Ja, also ich habe mich gerade schon schweren Herzens von der Mannschaft verabschiedet. Natürlich ist es trotzdem eine Ehre für mich, mein Land zu spielen, aber es macht halt hier unglaublich Spaß, wir haben Erfolg. Ich bin jeden Tag gerne hier und ich bin jeden Tag gerne im Training. Ich weiß, dass die Jungs das auch ohne mich und ohne Mo gegen Duisburg auch gut lösen werden. Gar keine schlechten Gedanken. Die Jungs kriegen das hin. Und ich und Mo kommen dann die Woche drauf zurück. Und knüpfen wir da an, wo wir heute aufgehört haben. Klaus. Was bedeutet das denn für euch jetzt, Spitzenreiter zu sein? Macht ihr euch jetzt die Tabelle irgendwo ein? Oder was macht ihr? Zum Beispiel. Natürlich ist ein geiles Gefühl. Ich habe es letztes Jahr mit Waldhof auch gehabt, dass ziemlich weit oben mitgespielt haben und habe ich letztes Jahr gesagt, dass wir da oben bleiben wollen und das sage ich auch dieses Jahr. Warum nicht? Wir sind eine super Mannschaft und ich spiele jedes Spiel, um zu gewinnen. Und ich sage dann nicht einfach so die normale Floskel, wir wollen einfach nur ein nächstes Spiel gucken oder was auch immer. Ich will oben bleiben, das ist das geilste Spiel der Welt. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich es auch und ich will es dieses Jahr weiterführen. Und schon vor ein paar Wochen gesagt, als ich gekommen bin und da bleibe ich auch dabei. Ich will jedes Spiel gewinnen. Und dann, solange wir gewinnen, werden wir auch da oben bleiben. Wie sieht es bei dir aus? Ich sehe das eigentlich genauso wie der Mo. Also an sich, klar ist es geil, auf einer Erfolgswelle mitzuschwimmen. Aber an sich haben wir jetzt einen dritten Spieltag gespielt. Da sind noch ein paar Dinge zu spielen auf jeden Fall. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gucken. Also so blöd wie es klingt und so oft, wie das jeder in jeder PK sagt. Wir können uns jetzt nichts davon kaufen. Es ist schön, es ist alles cool. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, dass wir dann jedes nach jedem Spieltag sehen, okay, wir sind immer auf Platz 1. Und wenn es so ist, ist doch geil. Wisst ihr schon, wo ihr am Freitagabend seid, wie ihr das Spiel verfolgen könnt? Sind da vielleicht eure Spiele auch parallel oder könnt ihr da irgendwie euch informieren? Ja, also bei mir, ich will spielen donnerstags. Ich kann das freitags, glaube ich, ganz gemütlich verfolgen. Ja. Wahrscheinlich dann in Griechenland, irgendwo am Meer. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich kann, glaube ich, nicht, obwohl. Wir spielen halt am Samstag um 15 Uhr. Ich weiß halt nicht, wann wir Freitag trainieren, aber ich denke, wir trainieren dann auch früher, dann kann ich es auch sehen. Bin mir ziemlich sicher. Wo ist das Spiel? In Luxemburg spielen wir. Gegen Zypern, Nations League und dann in Montenegro. Kannst du ja kurz hier am Dienstag. Normal müsste es klappen. Frage an beide. Wie das Fußballstand machen, nach dem Spiel auf dem Platz. Ihr habt alle so ein bisschen geherzt. War das jetzt auch so ein Sieg für ihn? Ja, also Sieg für ihn, ja klar, ist halt sau ärgerlich, dass er sich halt gestern verletzt hat. Der hat die letzten Spiele, wenn er reinkam, weil er der Unruhe hat für den Gegner. Deswegen ist es für den Jungen halt einfach sau ärgerlich, einfach weil er jeden Tag Gas gibt. Und dann so eine Scheiße gestern passiert. Ja. Natürlich ist es dann so, dass wir als Mannschaft dann auch sagen, ey, Minos, wir geben Gas für dich, du kommst nicht stärker zurück. Und wir sind da, wir machen da weiter. Ja, es hat auf jeden Fall für ihn auch ein glückliches Spiel. Also es war sehr unglücklich, wie es gestern passiert ist. Es war jetzt kein Foul oder sonst was, es war einfach Pech, muss man sagen. Und er hat so gut gespielt, er ist ein super Spieler, jung, unbekümmert, macht sein Ding, hilft immer, spielt immer, geht immer schön in die Tiefe rein. Das wird uns natürlich jetzt fehlen, auch. Er war ein super Einwechsler, er hätte es auch verdient gehabt, dann mal von Anfang an zu spielen. Aber wenn man immer so reinkommt und so viel Bewegung reinbringt, dann ist das für einen Trainer auch schwer, den dann voranzubringen und nicht zu wissen, ob jetzt der andere dann auch diese Dynamik reinbringt. Deswegen hat er ihn immer reingebracht und wir hoffen, dass er einfach so schnell wie möglich zurückkommt.
Und dann wird er auch wieder seine Spiele machen und ich glaube, er wird dann genauso stark sein wie jetzt und dann noch vielleicht sogar noch besser zurückkommen. Wobei er hat schon echt super Sachen gezeigt und wir können uns auf ihn freuen, wenn er zurückkommt. Sind alle Fragen geklärt oder ist noch was offen? Das scheint es hier zu sein. Und dann recht viel Erfolg mit der Nationalmannschaft. Dankeschön. Schönen Restsonntag und bleibt gesund. Wie auch.